bei den St. Pauli Landungsbrücke Nummer 3. Das ist die Adresse von Hamburgs schönster Brauerei. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Kurze Frage und dann schnell mal nachgedacht. Was du mir sagst. Was ist die beste Adresse, die Hamburg zu bieten hat? Das ist die Elbchaussee, aber 100 Kronen. Die richtige Antwort muss lauten, aber so. Bei den St. Pauli Landungsbrücken Nummer 3. Das ist die Adresse von Hamburgs schönster Brauerei. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Der Pegelturm, der zeigt den Stand der Tide an. Nach Flut kommt Ebbe, worauf man sich verlassen kann. In unseren Gläsern, da herrscht Ebbe die meiste Zeit. Was ein Wunder, dass unser Pegel steigt. Bei den St. Pauli Landungsbrücke Nummer 3. Das ist die Adresse von Hamburgs schönster Brauerei. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Ein Freund der Gastlichkeit, der hatte die Idee. Ein Hamburger Brau aus dem Hafen, wir ziehen Resümee. Unser Durst macht dieses Haus bald weltbekannt. Drum stoßet alle an, hier an der Hafenkant. Bei den St. Pauli Landungsbrücken Nummer 3. Das ist die Adresse von Hamburgs schönster Brauerei. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen.
Frau, Frau, Frau.